Erwachsenen ganz gut. Der Beweis ist die Energiesparinfo-Tour, die durch Niederösterreich zieht. Wer beim Energiesparquiz die richtige Antwort weiß, der bekommt unter anderem Gutscheine und merkt sich auch gleich was. Dieses Mal ging es ums Energiesparen am Stammtisch in Stockerau. Energiesparwissen war gefragt im Gasthof zum Schwarzen Elefanten. Denn wer mehr weiß, zahlt weniger, weil er weniger Strom oder Gas verbraucht. Und wer beim Energiesparquiz am schnellsten die richtige Antwort weiß, der kann auch noch zusätzlich gewinnen. Wie viele Erdgasfahrzeuge sind weltweit unterwegs? Sind es A. 10 Millionen, B. 30 Millionen oder C. 50 Millionen? B. 30 Millionen? Ja. Leider falsch. Ja. 10 Millionen. Energiesparen zum Stammtisch-Thema zu machen, das ist das Ziel der Aktion. Wir bemühen uns schon die längste Zeit, den Energiespargedanken unter die Leute zu bringen. Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, zu den Leuten hinauszugehen. Und da sind uns halt die Wirtshäuser eingefallen, wo wir einen solchen Energiesparquiz veranstalten könnten. Gewonnen hat in Stockerau übrigens ein offenbar bereits überzeugter Energiesparer. Ich glaube, man soll überhaupt schauen mit der Energie, dass man ein bisschen sparsamer umgeht. Ne? Ob das jetzt Strom, Gas, Benzin ist, man muss schon ein bisschen heutzutage nachdenken, dass man ein bisschen sparsamer ist. Erich Wetscherer kann bei der nächsten Rechnung gleich doppelt sparen, hat er doch einen 30-Euro-Gutschein gewonnen. Und alle anderen Teilnehmer beim Energiesparquiz nehmen wertvolle Tipps für den Alltag mit. Denn vielleicht ist manchen an diesem Abend ja ein Licht aufgegangen.